Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir den Schattenmodus von Osgiliath. Und ich bin an der Macht. Ganz genau. Ich werde wieder nur Kommentator sein, bis oder eventuell bis die Banane stirbt. Ist ja schon mal passiert. Ich bin auch schon mal gestorben, ja. Also mal gucken, wie sie sich schlägt gegen die Truppen des Guten. Dann schauen wir mal, ne? Genau. Lege mal los. Ja. So, machen wir mal Morgenschuss, ne? Wen killen wir denn am besten? Irgendeinen, der keinen Nahkampf mehr kann danach. Vielleicht. Kein Nachkampf? Ja, das macht doch der Morgelschuss. Das ist doch der Bogenschütze, weißt du doch. So. Fliege. Oh, wie stark die Idreal ist. Oder? Hast recht, wenn sie sowas macht. Ja. Habe ich den falsch schon gemacht? Ja, die sind Ich dachte, die. das wäre Hathor, deswegen. Was bringt Klingen nehmen und das. Das ist beides egal. Ist eigentlich egal, was du machst. Genau, töte sie, dann kann sie nicht mehr heilen oder so, ne? Hat ja richtig viel gezogen. Mein Gott, ich krieg zu viel, ey. Baradurflug war gut, ne? Glaube ich. Weiß ich noch Glaubt, nicht. der macht alle, dass alle so komische blutende Wunde oder so haben. Okay. Das ist fies. Eine Orke ist fast tot. Ja, dann würde ich mal loslegen, ne? Haben sie nicht mehr ihre Totalstärke. Oh, Kacke. Jetzt geht taktisch ran, ne? Wie denn? Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass du schon mal einen los wirst und nicht alle Ja, aber angreifst. das sieht ja nicht. Ja, nee. Mach ja, kannst ja auch Zorn des Generals machen, ne? Das, der greifst du wenigstens einen an, ja, den. Siehst du? Tot. Oh! Das zieht was. Der ist weg. Ja, Mann, auch gut. Ja, leider. Und das zieht so gut wie gar nichts. So. Kannst ja wieder versuchen, Idra anzugreifen, wenn du magst. Ich glaube, das ist ganz gut. Die überlebt das, glaube ich, nicht, wenn du die ganze Zeit zuhaust mit Attacken. Ja. Soll ich sie dann weiter Ja, angreifen? klar. Werd sie los. Sie ist gefährlich. Weil sie alle anderen auch wieder heilen kann. Nee. Das erste. Genau. Das Baradurfluch war doch nur, dass die alle diese blutende Wunde über sich haben. Achso. Aber hätte ich nicht am Anfang, wie das andere machen sollen, dass meine Angriffe stärker werden? Guck mal. Sie ist wieder heile. Ja, beides. Ne? Dumme Kuh. Wieso hat denn der gerade Gegenangriff gemacht? Ja, greif sie weiter an. Du Sie. kannst sie auch töten, ja. Guck, die ist nicht voll aufgeladen. Wenn du jetzt Critical triffst. Ja, schade. Aber. Kriegst du hin. Ich glaube, er hat das Ding da auf sie Hat gemacht. er auch, hat er auch. Das versteht mehr. Tja, das ist eine ganz normale Attacke gewesen, ne? Was keine AP kostet, zieht auch nicht mehr. Shit, die heilt sich bestimmt gleich wieder. Wetten? Auf wen macht er es jetzt? Belegost. Oh nein. Ach, zum Glück hat sie sich nicht geheilt. Jetzt kannst du sie töten.
Rot. Oh, so ist das, hast du das auch gehört? Gestöhnt? Die war voll laut. Die hat richtig laut gestöhnt. So, ah! Oh. Der komische Elegust. Nein, der ist cool, aber jetzt gerade ist er unser Feind. Wir müssen ihn töten. Hast du gesehen? Durch diese Klingenlähmung geht der Nahkampf runter. Oder der Angriffswert runter. Sie hat ja Fahrer mir gehalten, ne? Oh. Kann ich nicht auch welche rufen? Ach nee, wenn beide hinten weg sind, ne? Nee, ich glaube, du kannst keine rufen. Hierbei. Mach das, genau. Ja? Ja, mach. Du hast ja noch ein paar. Das verstärkt dich selbst ja auch. Ja. Klingenlähmung, oder? Mach. Besser. Und dann brauchst du nur noch Elegos, Pharam mehr zu töten. Das nervt, oder? Mm. Scheiß Gegenangriff. Jetzt wissen wir, wie nervig das für die Gegner war. Tja, dein Bogenschütze ist weg. Und schon wieder ein Gegenangriff. Ich verstehe es nicht echt. Oh, das General, ne? Aber haben wir noch den einen, ne? Ja, der ist tot. Elegos ist tot. Durch die blutende Wunde. Egal. Oh. Nochmal. Mach nochmal. Er hat blutende Wunde immer noch über sich. Das ist die einzige Attacke, die anderen aktiv schadet von ihm. Also kannst du immer machen. Ja, mach Klingen. Genau. Oh. Das war Mist. Ja. Okay. Wir müssen schauen, dass wir den noch töten. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin, oder? Mal sehen, ne? Wäre jetzt nichts. Mal schauen. Ja, wir haben 40 GP abgezogen. Hallo, was gehst du immer nach unten? Ja, weil ich hoffe, eine bessere Attacke zu finden. Da ist keine bessere. Kannst du so lange suchen, wie du willst. Irgendwie macht er nicht bei sich selbst Gegenangriff. Cool. Oh Mann. Tja. Spacken. Ja, du hast halt nur Gorschmok. Der ist so ein bisschen behindert, weißt du? Siehst du ihn? Guck dir ihn doch mal an, den Kartoffelgesicht. Ich finde ihn auch sehr schön. Jetzt gleich hast du ihn. Yeah, ich hab mal getroffen. Ja. Oh Mann, ey. Das ist aber echt ein spannender Kampf, muss ich echt sagen. Nee, ehrlich. Du wirst ziemlich fertig gemacht von den Guten. Oh Mann. Hab ich den jetzt geschafft? Ich glaub schon. Aber ja. Ich bin noch daneben. Hast du aber trotzdem geschafft, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es nach einer Zeit einfach vorbei. Hatte der eine Wunde oder so? Ja, stimmt, hatte er. Er hatte eine blutende Wunde, vielleicht ist er deswegen gestorben. Oh oh. Oh oh. Oh, oh, kann er nicht Heilung? Ja, er kann sich selbst heilen. Dann heil dich mal selbst. Auf dich selbst, ja. Genau, das warst du. Boom. Gut, das zieht zum Glück nicht so viel. Eigentlich müsstest du Morwin töten, oder? Ja. Warte mal. Vergleichsweise harmloser gut, das ist cool. Ist das Morwin? Ja. Ja. Kannst du auch mal rechts sehen. Auf der Leiste. Oh cool, das hat sie getötet. Der Angriff ist stark, oder? Okay, das wird wohl nicht so ein Problem sein. Kannst, ja. Das machen, wenn du möchtest. Kriegstrommel, ja. Auf den anderen. Ja. Das erhöht, glaube ich, die Angriffe, ne? Die Angriffsrate. Meine ich. Oder die Angriff. Uff, ich habe gerade gar nicht gelesen. Ja, das kannst du ja nochmal machen. Ja, das ist Eodin.
Oh, hat ihn nicht getötet. Aber er ist betäubt. Das ist sehr gut. Haben wir Feuer, oder? Ich finde, die Attacken sehen cool aus, oder? Für einen Trommler. Ey, die sind echt... Porno. Die sind richtig geil. Ah, wir können ja nochmal machen, ne? Das war's. Okay, das war vergleichsweise echt einfach. Ich überreiche dir mal die Macht. Ja? Ja. Vielen Dank. Cool. Jetzt darf ich ein Nazgûl spielen. Ist aber nicht der Hexenkönig, oder? Ich glaube nicht. Morgulwind. Feucht. Doch, das ist der Hexenkönig. Wow. Ich dachte schon, Idreal und Beritual Kampf. Ja, stimmt. Ich habe den gar nicht von hinten erkannt. Doch, jetzt wo du es sagst, ich sehe es. Oh. Autsch. Das tut weh. Feucht mach jetzt auf Idreal. Hat sie schon. Hat sie. Morgulwind. Zorn Angmas. Leben verzehrend vielleicht. Ja, warte kurz. Ich will nur gucken, wie viel das zieht. Ah, du kriegst da wieder Energie, ne? Ja, aber nicht wirklich viel. Das lohnt sich irgendwie nicht. Er macht ja nicht platt. Oh. Siehst du das? Der tötet mich vorher noch. Morgulwind war, glaube ich, das Beste. Kacke. Das ist die vielleicht. Oh, warte mal. Hast ihn fast gekillt. Ja, jetzt ist er weg. Und jetzt töte ich sie. Oh, sie ist da wieder dran. Dann verhindere ich das mal. Na, wann kommt sie wieder dran? Ah, ich glaube, ich habe genug Angriffe, oder? Ich glaube auch. Ich mache einfach mal alles durch. Schnabulieren. Und... Leben verzehren. Ja, ne, ich will ja 351 GP dazukriegen zu meinen 32.000 GP. Das ist echt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und der Morgulwind. Das ist echt eine fiese Attacke. Damn! Und das war ihr Tod. Jupp. Cool. Beritor, Morwin, Jodin, Beritor und Polit der Elbenstein des Schattenschutzes. Super. Der ist, glaube ich, praktisch, ne? Ja. So, das Schwert meinst du auch? Nee, ich meinte eigentlich hauptsächlich den... Den Schattenschutzstein? Ja. Ja, das ist praktisch. Für später mal. Mhm. Du weißt schon, wo. Ich weiß schon, wo. Nicht spoilern. So, jetzt werde ich die Sachen noch anlegen. Ja? Mach das. Und dann, können wir auch schon wieder Tschüss sagen. Aber ich werde erst die Sachen anlegen, Leute. Genau. Also bleibt dran, um das zu sehen, ja? Ja, das ist der spannendste Teil überhaupt. Willst du mich verarschen? Nein! Ich doch nicht. So. So. Idreal. Ach ja. Wo war das? Der Schattenschutzstein. Wir gucken uns das mal an, was die hier so können. Schatten bin ich heldenhaft jetzt schon. Okay, kräftig. Nochmal. Mal, nochmal. Also einer von denen. Mhm. Von Hattot oder Beritor. Ja, Morwin bringt's ja nicht. Ja. Okay, Wasserschutz können wir eigentlich weglegen. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Oder? Für die Magier? Nee, ich glaube, die sind jetzt auch schon Schatten oder so. Nee, die haben doch auch noch Wassertacken drauf, weißt du doch. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Bauchreifen, der durchbohren stumpf, der besser ist. Sieht natürlich hässlich aus. Du wirst nämlich düster. Ja, sieht hässlich aus wie nichts Gutes, ey. So, jetzt musst du dich wirklich entscheiden, Scheiße. Weil dein Schwert ist eigentlich super. Ja, aber das Schwert ist hyper stark. Ich teste das mal, ja? Ich kann ja auch die Waffe mitten im Kampf wechseln. Ja. Und, ne? Aber ich werde es mal testen, weil hyper stark, ja? Okay. Speer der Mordor-Orks. 10 stärker, ne?
Ja, sieht Plus doch 6 cool Stärke, aus. minus 1 Geschick, minus 1 Tempo. Können wir, glaube ich, verkraften, oder? Ja. Kriegen wir Finde ihn hin. ganz cool. Achso, dass er nach unten geht. Ich dachte, er geht nach oben. Ja, dachte ich auch. Aber, scheißegal. Sieht gut aus. Mehr oder weniger. Und verrostet und grau und hässlich. Nee, braun. So. Gut, das wäre das. Wird mal speichern. Dann geht's nächstes Mal vollgeladen In Minas Tirith. weiter. Ganz. Großes. Kino. Genau. Gut. Dann bis auf Wiedersehen Bye bye. beim nächsten Mal. Ciao.